Guten Morgen. Ich habe so viele Sachen, dass ich nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ich habe mir die Zu-Eva-Pinsel aus der Post jetzt rausgesucht, dass ich damit auf jeden Fall ordentlich rumspielen kann. Ich habe mir, das habe ich gar nicht erzählt, glaube ich, ich habe mir bei Rossmann war ja 30% auf alles außer Augenzeug, sage ich jetzt mal. Und mir gefällt ja die Perfect Match von L'Oreal in der 05 so gut. Nun war es leider so, dass es die 05 nicht gab. Also das ist wohl, keine Ahnung, eigentlich eine Online-Farbe, ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich mir die Farben so angeguckt und habe so gedacht, naja, vielleicht passt die, weil das ja die 05N ist, also neutral. Ich habe gedacht, vielleicht passt die 1N Ivory, vielleicht passt die ja auch. Und habe mir die halt so angeguckt und habe dann so gedacht, na komm, für 6,50 Euro, also mit dem Rabatt halt, mit den 30% wird das schon irgendwie hinhauen. Denn die habe ich letztens getragen und dann sagte jemand zu mir, Gott, bist du blass heute, wo ich mir gedacht habe, ja, ich arbeite heute halt auch drin und habe nicht eine rosige Nase und rosige Wangen, weil mir der Wind das Gesicht abschält. Insofern, ja, da sollte man immer nicht allzu viel drauf geben. Aber wie gesagt, also ich habe jetzt, das hier ist die 1N, das ist die 0,5N. Und witzigerweise, also ich habe das Gefühl, die sind ganz schwierig auseinanderzuhalten. Aber ich wollte halt auch noch vielleicht ein, zwei Vergleichswatches machen. Und ich kenne mich ja, nachher greife ich zur falschen. Also mal gucken, wie das nachher läuft. Aber ich wollte sie auf jeden Fall mit ein, zwei Farben vergleichen, damit man vielleicht hier auch so ein bisschen einen Vergleich hat. Für die Hellhäutchen ist das ja manchmal ganz spannend, wenn sie nicht alles selber ausprobieren müssen. Und so, ich nehme jetzt mal ein bisschen Lippenweiher. Also die kriege ich im Moment gar nicht in den Griff. Ich schrubbel die fleißig und ich creme die fleißig, aber morgens habe ich immer eine Krokodilschnute. Das ist schwierig. Ja, schön, wenn das die größte Sorge ist, nicht wahr? Ja, womit fange ich denn an? Ich habe im Grunde genommen 5 Millionen Lidschattenpaletten zum Ausprobieren. Also wer das letzte Video gesehen hat, weiß, dass das jetzt nicht besser geworden ist. Und ich hatte mir ja selber, weil mich da Frau Stöpsel so angefixt hat, ich habe mir ja von Reval de Lubiang aus der Pop Artist, habe ich mir ja die hier mitgenommen. Die hat irgendwie 3,50 Mark gekostet. Ich weiß nicht, 3,95 Euro oder so. Und ja, also das ist für eine Lidschattenpalette wenig Geld. Die ist so leicht, dass man das Gefühl hat, man hat eine Postkarte in der Hand. Also die ist wirklich, die wiegt nix. Die wiegt gar nichts. Die heißt auch nur einfach Eyeshadow Palette. Pop Artist Eyeshadow Palette oder Eyeshadow Palette. Lidschattenpalette. Von dezent bis knallig bunt. Das stimmt. Also man kann, wenn man die hier so rausnimmt, hat man das Gefühl, man hat so eine nette kleine Nude-Palette vor Augen und dann kommt das. Bam. Finde ich an sich total super. Ich glaube auch, dass das eine prima Reisepalette ist. Die wiegt nichts, die kostet nicht viel. Ist vielleicht nicht rums. Hier steht übrigens noch dieser Riesenkarton. Ich bin hier so ein bisschen zugebaut. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das alles wegzuräumen. Das ist utopisch. Also sowas schaffe ich nicht an einem Tag. Oh, ich habe hier noch Tesafilm. Toll. Ja, und jetzt weiß ich halt, wie gesagt, nicht so genau, mit welcher Palette ich anfangen soll. Man könnte ja vorher einfach eine Abstimmung auf Instagram machen, aber sowas fällt mir dann erst ein, wenn ich praktisch schon vor der Kamera sitze, mehr oder weniger. Insofern, was finde ich denn spannend? Was möchte ich denn gerne machen? Eigentlich habe ich die ein Tickchen länger. Das ist alles nicht so leicht. Ich habe hier auch noch einen Colourpop-Lidschatten, den ich gerne mal ausprobieren würde, aber der ist knalllila. Das ist jetzt nicht so einfach. Ich fange mal mit Lidschatten-Base an und dann gucken wir mal. Wir nehmen mal die hier. Ja, ich war gestern auf dem Geburtstag und das ist ein Pärchen, wo immer viele nette Leute zu Besuch kommen. Und ich habe irgendwie gemerkt, also den Eindruck hatte ich zumindest, dass ich mittlerweile echt lange brauche, um mich in Gespräche einzuklinken. Ich weiß nicht. Also ich versuche das dann, aber manchmal, ich habe das Gefühl, früher war das einfacher. Ich weiß nicht, vielleicht
keine Ahnung. Und dann habe ich so gedacht, ja geil, wenn man sich mit mir unterhält, worüber rede ich denn? Ich rede über mein Auto, über meine Katze. Ja klar, mit Make-up kannst du mich kriegen. Dann erzähle ich, wie das ist, wenn man Magen hat und ganz viel Tee trinkt. Also, es ist eigentlich, bin ich nicht so eine, also ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich hatte so einen Punkt gestern Abend, wo ich gedacht habe, Alter, das ist auch kein Wunder, irgendwie. Also, prima Themen hast du jetzt nicht, ne? Es drückte so ein bisschen auf meine Selbstsicherheit irgendwie und das war echt abgefahren. Also, darüber hätte ich mir früher nie Gedanken gemacht. Aber so an dem Tag habe ich so gedacht, ja, irgendwie spannend bist du nicht. Naja, war ein super netter Abend. Wir mussten halt, also ich glaube, wir sind um 12 wieder los. Weil Herr Unfug natürlich völlig recht mit der Anmerkung hatte übrigens, auch wenn das abends ist, aber vielleicht sollten wir mal irgendwann wieder zurück zur Katze und da hat er natürlich auch recht. Aber ja, keine Ahnung, also irgendwie. So, jetzt könnte man natürlich ganz viel mit Monolidschatten machen. Ich habe aber eher Bock auf Paletten. Und ich glaube, die, auf die ich mit am meisten Bock habe, ist die hier. Die war jetzt in der Post. Ist die nicht hübsch? Made for Stars. Ja gut, Rockstar bin ich ja noch nicht gerade, aber... Ja, ich glaube, ich hab Bock, diese Palette zu benutzen. Das sind zwei Highlighter, das sind halt Rouge-Töne. Und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man die mal ein bisschen ausprobiert. Dann weiß ich, ob man die vielleicht auch auf Reisen mitnehmen kann. Weil ich meine, das wäre dann sozusagen das Komplettpaket. Da muss man vielleicht noch einen Bronzer einpacken, wenn man... Ja, einen Bronzer müsste man einpacken. Aber ich glaube, ansonsten ist man hier echt gut aufgestellt. Prima. Dann ist die Entscheidung schon mal gefallen und wir fangen an. Ich nehme von Zoeva den Lux Soft Definer, weil das der puscheligste ist von denen, die ich habe. Und nehme mal die Divine oder Galaxy? Moment, jetzt muss ich mal eben... Mal eben swatchen. Okay. Das sind die beiden. Das hier ist der rosa... Ich soll den Pinsel aus dem Mund nehmen. Der ist so ein bisschen eher weißlich-rosa. Der hat so ein bisschen Peach-Einschlag. Ich glaube, wir bleiben mal bei dem Peach-Einschlag. Aber also die sehen sehr... Ja, ich habe hier Augenbrauenzeug auf der Hand. Das sieht gerade nicht so geil aus. Die sind ziemlich pigmentiert. Also für so helle Töne, sprach sie. Und ihr seht nichts. Doch, seht ihr. Und jetzt, wo ich sie so geswatcht habe... Oh, der rosane hat Glitzerpartikel. Ja, nee, das wollen wir nicht. Na, ich nehme mal den leicht peachfarbenen. Und dann gucken wir mal. Ja, der macht genau das, was er soll. Maximal ein bisschen ausgleichen und die Schattenbase ein bisschen setzen. Das ist gut. Nicht rumkrümmeln. Mascara habe ich heute übrigens die, die goldene von Catrice. Wie heißt sie denn? Die habe ich jetzt blöd. Also irgendwie bin ich nicht ganz wach. Das wird ja unterhaltsam heute. Ich habe eben noch gelesen, dass ich gestern in dem Video, ich hatte das Gefühl, ich hatte immer Aussetzer. Und dann hieß es ja, du hast die immer, wenn du einen mauvefarbenen Lidschatten in der Hand hast und sagst, oh, Moment. Gehirn macht einen Sprung. Ja, super. Wer hätte das gedacht, dass mich solche Töne mal so aus der Fassung bringen. Ich habe mich gestern auf der Party mit einem anderen YouTuber unterhalten. Und ja, keine Ahnung, auch so ein bisschen über Ausrüstung, über dies und das und jenes und so. Und hab dann erzählt, dass mir jemand sagte, ja, es rauscht ja irgendwie ein bisschen. Und er sagte, mit was für einem Mikro filmst du denn? Und ich so, mit dem Mikro von meinem 8 Jahre alten kleinen Sony Camcorder. Das Gesicht. Das war, er meinte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er sagte, bevor du dir eine neue Kamera kaufst, kauf lieber ein Mikro. Das macht viel mehr aus. Und ich glaube, er hat recht. Aber... Das ist so weit hinten auf der Prioritätenliste, also YouTube-Ausrüstung. Einfach, ich bin ja schon ganz stolz, dass ich eine Softbox habe und die habe ich mir auch nicht selber gekauft. Das war ein Geburtstagsgeschenk. Aber das, ja,
man sollte sich, also weil er wirklich Arbeit in die Videos steckt, also wir haben uns so ein bisschen unterhalten, ich habe vorhin mal auf den Kanal geguckt, da ist unglaublich viel los, also upload-technisch und er bearbeitet halt auch, er macht das schon richtig gut. Und ich kann euch den Kanal ja mal verlinken. Ja, wie gesagt, also das war halt so, also er, im Grunde genommen war es so ein bisschen so dieses, Alter, du hast 2000 Abonnenten und du hast kein externes Mikro. So ein bisschen dieses, ja, wieso? Ich nehme jetzt mal, um mit dem Ganzen anzufangen, womit fange ich denn mal an? Ich nehme mal Future, das ist hier so ein kleiner Übergangston. Nehme ich dafür den hier wieder? Ach, guck mal, das ist meiner. Da ist nämlich gar kein, ja genau, der ist aus der Cosmopolitan. Das ist der aus der Cosmopolitan. Das ist der neue. Oh, meiner sieht schon echt abgerabbelt aus. Vielleicht sollte ich das mit dem Tesafilm wirklich mal machen, sonst weiß man nämlich irgendwann echt nicht mehr, wo der herkommt. Das ist, glaube ich, wirklich klug. Also, meine Tesafilmkönigin macht immer um die Bezeichnung Tesafilm rum, damit man die halt nicht abgrabbeln kann. Und wenn ich mir meinen hier so angucke, ich habe immer gedacht, na, ob das so notwendig ist, aber seht ihr, das ist jetzt natürlich schwierig zu sehen, aber seht ihr, wie das Cosmopolitan langsam verschwindet? Oder das Exclusively for... Ja, guck mal. Das, also, vielleicht ist das wirklich eine sehr nützliche Idee. So, wir gehen jetzt in Future. Hauen uns das mal in die Lidfalte. Und den kann man aber gut sehen. Ja. Ich hatte bei den beiden hellen Tönen eben schon so das Gefühl, dass das Ding hier echt ein Kaliber ist. So in Sachen Pigmentierung. Mal. Weil ich meine, der Future, der sieht ja nun, also wenn man den swatcht, der sieht ja jetzt nicht gerade wie so ein Wildfang aus, aber da kommt ganz gut was bei längs. Manchmal unterschätze ich halt auch wirklich, wie hell ich eigentlich bin. Im Sinne von, wie dann so zarte Farben dann doch irgendwie echt gut zu sehen sind. Abgefahren. Ich habe mich dann gestern noch mit seiner Freundin unterhalten und über schwarze Lidschatten. Und sie meinte so, ja, also sie sagt, sie sucht halt immer noch einen, der dann halt auch wirklich schwarz ist. Und dann habe ich gesagt, also eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn man eine Farbe will, deckend, homogen, wie auch immer, man kommt ums Schichten nicht herum. Also wenn man es wirklich komplett schwarz haben will, dann brauchst du einen schwarzen Cremelidschatten oder einen Kajal, den du dir halt da so, den du dann wie einen Cremelidschatten oder wie einen Stift, Lidschattenstift benutzt. Und dann muss da ein vernünftiger schwarzer Lidschatten drauf. Und nur dann, also meiner Erfahrung nach, nur dann wird das auch wirklich was. Ja, naja. Also das, ja, darüber habe ich mich, also es ist, stimmt überhaupt nicht, dass ich nicht unterhaltsam bin oder dass man mit mir nicht reden kann. Aber gestern hatte ich so zwischendurch, hatte ich echt so einen Augenblick, wo ich dachte, ich bin nicht verträglich. So. Jetzt haben wir praktisch den Rahmen fertig. Und jetzt gibt es hier natürlich Farben. Also Stella spricht mich natürlich unglaublich an. Das ist der hier. Die sind ganz weich. Oh ja, das ist eine schöne Farbe. Also die fühlen sich auch wirklich gut an. Catrice hat eine schöne Palette gemacht. Ja, Stella spricht mich natürlich an. Ja, ich glaube, wir machen mal mit Stella weiter. So, und welchen Pinsel nehme ich denn jetzt dafür? Ich glaube... Wir nehmen mal hier den Lux Smoky Shader, die 234. Der sieht ein bisschen, der hat noch ein Geschwisterchen, und zwar den hier. Und die müssen aus einer anderen Reihe sein, weil, seht ihr das? Also der eine ist kürzer und der hat auch einen kleineren Kopf und ist auch irgendwie mehr wie so ein Katzenzungenpinsel. Und der hier ist viel puscheliger. Und das Puschelige möchte ich mir jetzt mal irgendwie zum Nutzen machen. Ich kann ja mal was von dem Swatch nehmen. Die ist ja nicht so... Heidewitzka. Okay. So. Ja, okay. Also bei dem Stella habe ich jetzt das Gefühl, dass er sich nicht so richtig gut festhält. Aber das kann auch täuschen. Ich muss das jetzt erstmal einfach... Also auf beiden Seiten das gleiche machen. Und dann gucken wir mal.
Ich hatte gestern ein niedliches Kleid an und habe mich da drin sehr wohl gefühlt. Also, das hatte ich ewig nicht an, das Ding. Also, ich habe es aus dem Schrank geholt und hatte so gedacht, du riechst echt nach Schrank. Also, so richtig nach. Also, nicht muffelig wie ein Keller oder so, aber einfach nach. Du. Also, okay, ich mach mal ein bisschen grüner Tee-Körperspray auf dich rauf und häng dich nochmal eine Stunde ans Fenster, weil du einfach nach. Gelagert. Riechst irgendwie, weiß ich auch nicht. Naja, aber damit habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es war unglaublich kurz, aber ich hatte eine blicklich die Leggings an. Also es war so ein, wie soll ich sagen, es war kein Longshirt über Leggings-Look im klassischen Sinne, weil das Ding dafür zu sehr aussieht wie ein Kleidchen, aber von der Länge her war es halt eher ein Longshirt. Aber das war eh, also das war so ein bisschen mehr so Sit-In-artig aufgebaut, insofern man da so rumhängt, dann ist das ja auch irgendwie egal. Das sieht wirklich schön aus. Und das war auch wirklich. Das war auch wirklich einfach. Also sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Lidschatten. So, und jetzt müssen wir uns entscheiden, was wir aufs Lid machen. Dann nehme ich praktisch die kleinere Variante vom gleichen Modell. Keine Ahnung. So, ich mache mir mal kurz den Handrücken sauber. Ist hier eigentlich noch was drin? Ja, ein Lappen ist hier noch drin. Gut, und danach kann ich die andere reintun. Das ist auch so ein schwarzes Tischtuch, aber das ist von Balea, die ich sonst hier jetzt immer benutzt habe, aus Faulheit, weil ich die Box nicht auf... Naja, die waren von Isana, aber im Endeffekt ist es das gleiche in Grün. Die von Balea riechen besser, finde ich. Weil es wahrscheinlich Geschmackssache ist, aber ich finde, die riechen ein bisschen besser. So, jetzt geht's darum, was hauen wir uns denn mal komplett übers Lid? Also wir haben, ich swatch mal die, von denen ich denke, dass die in Frage kommen. Wir haben hier Luminescent und Superstition. Dann haben wir Heaven, das ist, oh Gott, bist du weich. Ja, okay, da muss man ein bisschen aufpassen. Dann haben wir Stargazing. Da tupfe ich auch wirklich nur rein. Die sind sehr, sehr, sehr weich. Die, also auch sehr fluffig gepresst, sage ich jetzt mal. Also keine hohe Dichte. Dann haben wir Magnificent. Witzig, wie rosa die Palette ist, wenn man da so drauf guckt. Also ich habe da nicht so mit gerechnet. Nebula. Nebula ist cool. Also der Name ist cool. Die Farbe wird jetzt, glaube ich, nicht meine Lieblingsfarbe, aber dann haben wir Expanding Horizons. Das gefällt mir auf ganz vielen Ebenen. Die sind ganz weich und seidig und butterig. Das ist eine ganz tolle Farbe, finde ich. Ja, so ein Olive Goldgrün irgendwie. Dann haben wir Illusion. Der ist kühler. Also das sind so die, na, wie soll ich sagen, mal so die klassischen Lidfarben. Die sind echt hübsch. Also das Innenwinkel-Highlight, das springt einen ja nahezu an. Und ich glaube, es wird einer von den beiden unteren hier. Ja. Also es wird eher Illusion oder Expanding Horizons. Ich glaube, ich nehme Illusion. Der unterste hier in der Swatch-Reihe jetzt. Und gucken wir mal. Wo habe ich jetzt den Pinsel? Da. So. Also wie ich den Lidschatten gerade aufnehme, ist wirklich gerade so. Weil die ganz, ganz weich und zart sind. Das war eine gute Idee. Fällt mir sofort. Illusion ist so ein kühles. Es hat auf jeden Fall grün. Es hat, also gerade wenn man es neben Stella aufträgt, hat das einen Grünstich.
den so, glaube ich, jetzt direkt nicht zeigen würde, aber das ist. Es ist kein Gunmetal, es ist kein. Es ist schwierig zu beschreiben, aber echt hübsch. Ja, die Textur ist auch schön. Rums. Mach dich mal nicht so breit hier. Ja, und auf den Partys von dem Pärchen, also die haben zwei Kater und sehen beide aus wie kleine schwarze Panther und die fressen alles. Man muss also, wenn man da Geburtstag feiert, also der Kuchen, der in der Küche steht, ne, für die Gäste, der wird in der Mikrowelle aufbewahrt. Oder in einem abgeschlossenen Geschirrküchenschrank, weil die das essen würden. Also auch ohne, ne? Ohne Rückhalt irgendwie. Die warten auch immer, dass irgendwas runterfällt und die fressen das dann auch. Also die fressen auch Gurke, die fressen auch rohe Kartoffeln, also die fressen alles. Also die beiden, ich glaube auch, dass die beiden Kater sich immer so ein bisschen hochschaukeln. Es ist abgefahren. Und sobald halt irgendwas knistert, sitzt einer von den beiden auf dir drauf. Gib mir das. Es ist Tabak. Aber lass mich nachgucken. Es ist, ich wünsche, Yumi würde so gut fressen. Ich meine, an sich frisst sie nicht schlecht, aber es, also manchmal, wenn du dann die vierte Sorte Futter aufgemacht hast an einem Tag, dann bist du auch irgendwann, ne? Dann, ja, ist man mit dem Prinzessinnengehabe auch durch. Das ging schnell und das ging sehr gut und es sieht sehr hübsch aus. Und das liegt jetzt nicht an meinen ausgefeilten handwerklichen Fähigkeiten, die jetzt nicht zu verachten sind, aber grundsätzlich liegt das an der Bedienerfreundlichkeit hier gerade. Was machen wir im unteren Wimpernkranz? Ich glaube, da nehme ich Mystic. Das ist so ein... Ja. So einer hier. Damit fangen wir jetzt mal an. Mal gucken, wie das wird. Dafür nehme ich den Lachspencil von Zoeva und gehe da ganz vorsichtig rein, damit man hier alles... Also man kriegt sofort... Also man hat instant eine Farbabgabe von diesen Lidschatten, aber man hat halt auch wirklich viel Produkt durch die Gegend fliegen. Aber die sitzen einfach. Also du machst sie drauf und die sitzen. Das ist was ziemlich Gutes. Man muss halt, wie gesagt, nur ein bisschen aufpassen. Man darf nicht doll mit dem Pinsel reingehen. Kategorie mühelos, würde ich mal sagen. Ich nehme jetzt noch mal ein bisschen was von Stella, das war der Rotton. Und gehe hier außen noch mal ein bisschen ran. Damit das hier mal ein bisschen zusammenkommt. Oh, jetzt habe ich auf der einen Seite mehr als auf der anderen. Moment. Ach, mehr Rot kann nicht schaden. Wunderbar. Jetzt mit, ja, innerer Augenwinkel, ja, können wir noch machen, ne? Ich wische mal hier den Pinsel an meiner Hand ab. Und dafür nehme ich, oh, wir haben hier auch noch Celestial, ich glaube, den habe ich euch vorenthalten. Oh ja, das ist meiner. Denn Nebula ist mir fast ein bisschen zu rosa. Das hier ist Celestial. Das Swatch ist jetzt nicht der beste, aber das ist so ein Champagner-Weißgold irgendwie. Ja, das funktioniert ohne... dass man da großartig drüber nachdenken muss. Das ist prima. Auch keine Glitzerstückchen, sondern einfach nur Glanz. Ja. Ja. So. Dann müssen wir uns ja mal der Haut widmen. Also, erster Eindruck ist tippitoppi. Ich sollte vielleicht auch gleich noch die... Und ich meine, ich habe jetzt wie viele Pinsel dreckig gemacht? 4, weil ich da Lust zu hatte. Ich glaube, das wäre auch mit weniger Pinseln gegangen, aber ja. So, jetzt habe ich hier in der Kiste da, einen Primer, und zwar Active Life, hier den von Catrice. Und den mache ich mir jetzt schon mal drauf und dann gucken wir uns mal die Foundations an. Und vorher putze ich mir den Handrücken ab, sonst
Ich kenne mich, das landet sonst irgendwie. Ich habe letztens, irgendwann hatte ich so einen Grünstich auf der Wange, das war auch abgefahren. Ich weiß immer noch nicht, wo der herkam. Also nicht so hundertprozentig. Ich hatte Lidschatten im Verdacht, aber naja. So, dann der hier ist, okay, Check PV Just, das machen wir jetzt auch. Und flüssige, wasserfeste und schweißresistente Grundierung, ne, Haftgrund, für einen aktiven Lifestyle. Das habe ich heute definitiv nicht vor. Macht aber nichts, schützt mit Lichtschutzfaktor 30, ist feuchtigkeitsspendend und sorgt für lange Haltbarkeit des Make-ups sowie optisch minimierte Poren mit grünem Tee. Ja, das finde ich ja immer gut. Gut schütteln, okay. Ich finde nicht, dass es ein sehr gutes Geschüttel war. Also schütteln wir nochmal ein bisschen mehr. So, und dann gucken wir doch mal. Okay, also der... Der hier ist jetzt nicht so, die Pipette ist jetzt nicht so mein Sportproof. Na, das werde ich ja heute nicht mehr rausfinden. Fühlt sich so erstmal ganz gut an. Sehr flüssig. Sehr parfümiert. Witzig, das fühlt sich überhaupt nicht gelig oder so an, sondern... Das hat was von Sonnencreme. Von so einer dünnen Sonnencreme. So fühlt sich das an. Ich habe auch das Gefühl, also das wird fast... Also gefühlt, die Menge habt ihr ja gesehen. Es wird immer mehr auf dem Gesicht. Naja. Gut. Dann haben wir den drauf. Und jetzt können wir mal über die Foundations reden. Und zwar... was mache ich denn mal als erstes? Also die 1N, ne? Die swatche ich jetzt mal längs und die anderen dann halt so T-förmig dazu. Das ist jetzt eine ganz schöne Ladung, aber man soll ja auch die Farbe erkennen. So, das ist 1N. Guck mal hier, du hast eine Schnuddelschnut. Geht so nicht. I. Also, das hier ist... Das wird schmuddelig. Das sieht man da auch schön, weil es so schön in Plastikmetall gehalten ist. Naja, so, jetzt kommt die 0,5N. Oh, die ist rosastichiger tatsächlich. Naja, wobei, also... Müsst ihr gleich beurteilen. Ja, sie ist heller. Das auf jeden Fall, das hätte ich, also wenn man die Flaschen so nebeneinander sieht, könnte man meinen, ich hätte zweimal die gleiche Foundation gekauft. Dann so als Vergleich habe ich hier die Pro Longwear von MAC in NC15. Die ist mir zu dunkel, aber einfach damit ihr mal so eine kleine Referenz habt. So, davon braucht man zum Glück nur sehr wenig. Ja, da sieht man sofort, dass die dunkler ist. Auch dunkler als die 1N. So, und dann habe ich hier noch die 13 von der Misha. Die kennen ja auch ein paar. Das ist dann vielleicht auch nochmal eine ganz gute Parallele. So. Hier noch eine rumfliegen, die ich vergessen habe. Nee. Ich glaube, keine, die jetzt großartig weiterhilft, oder? Nö, ich glaube nicht. Oh, ich habe den 1005 Concealer von... Den mache ich da auch nochmal zu. Was soll's. So. Alter, der sieht schweinchenrosa daneben aus. Das ist ja zum Schießen. So. Das ist die... 1.N. Dann haben wir hier den Concealer, hier die 13 von Misha, hier die NC15 von MAC und das ist die 1N. Und jetzt, wo sie mal ein bisschen Luft kriegen, also ich finde schon, dass die sich extrem ähnlich sehen, aber man sieht, dass die dunkler ist, ne? Fuck. Ich glaube, ich muss die in Zukunft einfach mischen. Wobei ich das Ergebnis mit der 0,5N so schick finde, dass ich
gar nicht weiß, ob ich das abdunkeln möchte. Aber das ist auf jeden Fall, finde ich, mal ein ganz netter Überblick. Seht ihr, dass der hier fast einen Violettton hat? Ist das abgefahren? Also so ein Vergleich. Ja, ich finde schon, dass man auf die Idee kommen kann, dass das passt. Und da habe ich selber gar nicht drüber nachgedacht, aber Frau Heather Morehouse, Make-up Maus, die übrigens gerade auch Maus of Horror macht, also die Halloween Edition sozusagen, macht ganz tolle süße Looks teilweise. Nee, nicht teilweise, teilweise sind sie süß. So, das wollte ich sagen. Sie sind aber halt nicht immer süß. Und allein das Intro, dafür lohnt sich das schon. Ich versuche dran zu denken, den Kanal zu verlinken, weil also Heather ist neben Fernanda, also neben Pomberry, das sind so meine beiden absoluten Helden. Also ich liebe die beiden. So, das muss mal gesagt werden. Und jetzt nehmen wir einen angefeuchteten Schwamm und das Balea-Spray, das habe ich mir ja auch gerade nachgekauft. Nicht, weil es leer ist, sondern weil ich Angst habe, es könnte leer gehen. So, und das einmal ordentlich in den Schwamm. So. Und jetzt wäre es natürlich voll gut, auf der einen Seite die 0,5N und auf der anderen Seite, aber den Swatch hat man ja gesehen. Also ich nehme jetzt die 1N. Naja, was ich auf jeden Fall sagen wollte, Heather hat gesagt, dass man ja im Grunde genommen nie dunkler ist als September, Oktober. Und da hat sie natürlich völlig recht. Also sie muss nämlich gerade relativ viele Foundations mischen und dunkler machen, weil sie sagt, also ich bin noch nie so braun gewesen wie jetzt gerade. Und sie meinte, das passt aber zu Oktober. Und ich habe so gedacht, ja, Dishi, ja klar. Das heißt, wenn die 1N mir passt, dann jetzt. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Und so auf dem Schwämmchen sieht die unglaublich hell aus. Aber gut. Habe ich jetzt irgendwas nicht genommen, was ich nehmen wollte, was irgendwie noch mit Foundation zu tun hat? Nö. Primer haben wir. Ja, dann mal los, ne? Hier nehme ich immer am meisten das. Meine rote Stelle, dann kommt die Nase und dann geht das hier weiter. Jetzt habe ich natürlich keine Ahnung, wie sich die Foundation mit dem Primer verträgt, aber da das an sich eine Lieblingsformulierung von mir ist und die halt ansonsten gut funktioniert, weiß ich dann halt auch gleich, ja, wenn das mit dem Primer nicht funktioniert, dann weiß ich nicht, ob ich den Primer behalte, weil ich die Foundation halt so gerne mag. Ne? Also, eine Hierarchie im Grunde genommen. Dann habe ich heute Morgen mit Augenbrauenpomade rumgespielt, weil ich dachte, das muss ich auch mal wieder machen. Hält bei mir nicht mehr. Ich weiß nicht, was mit der Haut da los ist. Ich kann da Primer drauf machen oder auch nicht. Also das irgendwie, das ist nicht mein Zeug. Das rutscht da runter, das wird nicht deckend. Das, also, keine Ahnung. Ich habe eine von Essence ausprobiert, ich habe eine von P2, ich habe eine von, war die eine von Trended Up, ich weiß, es funktioniert einfach nicht. Und deswegen muss ich mal zusehen, dass ich die auch mal abgebe demnächst. Das sieht gut aus. Ich guck mal ganz kurz da ins Tageslicht. Hier ist ja meine Softbox, da ist das Tageslicht. Ja. Ich habe witzigerweise das Gefühl, dass die 05N die Rötung ein bisschen mehr rausnimmt. Aber vielleicht nehme ich davon mehr. Ich meine, das war ja jetzt sehr wenig. Wir nehmen einfach nochmal ein bisschen nach. Dann gehe ich hier nochmal rein. Das ist wirklich schon ziemlich meine Hautfarbe, würde ich mal sagen. Und die haben, und das wusste ich gar nicht, da habe ich nie drauf geachtet, das hat Ninas Kosmetik gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das in einem Video schon mal erwähnt habe. Das habe ich nie gemerkt. Ist das jetzt gut so? Ja, ist jetzt gut so. Lass ich mal kurz eine Sekunde. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon, also mir ist es völlig entgangen, aber das heißt ja nicht, dass es jedem anderen entgehen muss. Hier ist Goldschimmer drin. Da kann man es sehen. Und ich weiß gar nicht, ob man es
Also hier seht ihr so einen Streifengoldschimmer, das ist die 05. Und deswegen sieht die bei mir so gut aus, habe ich das Gefühl. Also der Rest ist auch super, verträgt sich toll mit dem Balea-Spray und so weiter, aber dass das insgesamt auch zu meinem Hautton dann so gut passt, das liegt, glaube ich, an diesem gelb-güldenen Schimmer. Ja, schick. So, jetzt habe ich ein Puder. Das hat letztens mit der 05, also mit der Perfect Match, nicht so gut funktioniert. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte noch einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter und eine relativ dicke Schicht Creme. Und das hat irgendwie alles nicht ganz so hingehauen. Ich glaube, ich habe heute eine ganz ähnliche Kombination drauf. Deswegen ist es gar nicht so schlecht, wenn ich das Puder halt nochmal benutze. Und zwar ist das hier, das Velvet Finish Powder mit Hyaluron von Catrice in der 010 Light Velvet. Und das sieht so schön aus. Also muss ich einfach mal sagen, ja, tschüss Nagellack. Mann, ich habe heute mal so ein ganz... Ich habe Nagelhärte drauf und darüber so ein Farbkorrigierer. Total gut. Ich dachte, ich mache mal so ein bisschen hübsch. So ein bisschen gepflegt hübsch. Und, naja. Hat das Puder Deckkraft? Weiß ich nicht. Minimal. Also ich finde nicht, dass man eine große Farbveränderung sieht. So, Nase und hier kommt am meisten hin. Ganz bisschen aufs Kinn und noch ein bisschen was auf die Stirn. Richtig fies sah das nämlich aus. Also ich habe an dem Tag gearbeitet und ich hatte so das Gefühl, dass ich hier so einen sich ablösenden komischen Teppich... Also man hat einfach gemerkt, da hat irgendwas rumgerutscht und stattgefunden, was nicht gut funktioniert hat. Es war nicht die schlimmste Make-up-Situation, die ich jemals hatte. Da hat ein Make-up von Maybelline das Matt and Poreless. Alter. Damit sah ich mal schlimmer aus. Auf jeden Fall. Oder auch als ich das erste Mal den Revolution Foundation Stick ausprobiert habe. Da bin ich ja nicht mal einen Ölwechsel mit... Also, da habe ich ja nicht mal einen Ölwechsel mitgemacht. Das habe ich vorher abgemacht. Aber so an sich ist das ein sehr schönes Puder, weil das nicht... Also das Setted, das ist da. Da kommt auch ganz gut was auf den Pinsel. Aber es mattiert irgendwie nicht tot. Ich glaube, das gibt es nicht mehr. Gut, ne? Erzähle ich euch jetzt mal schön ein. dafür muss ich nachher Pinsel waschen. Karma. Also so ein bisschen... Naja, meine Timestamps sieht man halt so ein bisschen. Aber ansonsten sieht das alles gerade sehr, sehr schön aus. Und jetzt machen wir die Wangen, ne? Gott, ich habe so viel Zeug. Also auf jeden Fall probieren wir den hier aus. Aus der Catrice Pure Simplicity. Das ist die... Ich habe jetzt ein Katzenhaar irgendwo. Das ist die 1003 Coral Crush. Die will ich auf jeden Fall benutzen. Und dann sind hier ja auch noch Rougefarben drin. Die muss ich auf jeden Fall eigentlich ausprobieren, damit ich weiß, ob ich mit dieser Palette irgendwie verreisen kann. Also Augen-Make-up-technisch glaube ich, wenn ich wild bin, packe ich noch ein paar Monolidschatten dazu. Aber an sich finde ich das sehr hübsch. Ich glaube, auf der einen Seite machen wir so, auf der anderen Seite so. Ach Gott, und ich habe hier noch so viele andere Sachen. Ich bin überfordert. So, das heißt, wir fangen jetzt hier mit der Palette an. Und zwar haben wir Higher Light, Supernatural, Iridescence und Magical Thinking. Die swatche ich jetzt mal durch. Ich habe nämlich so ein leises Gefühl von, dass da eigentlich nur ein richtiges Rouge dabei ist. Und das muss man dann mögen, ne? So, also haben wir Higher Light. Okay, das ist tatsächlich eher ein Rouge-Topper. Also das hat eher so Highlighter-Eigenschaften. Alter, ist der pigmentiert. Der Supernatural. Meine Fresse. Dann kommt Iridescence und Magical Thinking. Das ist so die Wangenabteilung aus der Palette. Und also das Rouge ist... Heidewitzka, ist das dunkel. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Aber es ist halt auch krass pigmentiert. Und die anderen sind, also das ist zu dunkel für ein Highlight, das ist definitiv ein Rouge-Topper. Das hier ist bei mir auch eher ein Rouge-Topper, das heißt, der einzige Highlighter wäre Iridescence. Okay, also ich probiere jetzt auf jeden Fall Supernatural auf der einen Wange aus.
Ne? Wir sind ja nicht hier, damit das... Und ich sehe schon, dass der Ton, also mit Stella, mit dem Lidschatten, ich switch den mal da drüber, also ich finde nicht, dass die jetzt so ein Dreamteam sind. So ein Rostziegelrot und so ein klares, relativ klares Pink. Nee, da komme ich um, also da komme ich um zusätzliche Gesichtsprodukte, komme ich nicht drum herum. Okay, aber wir probieren ihn jetzt trotzdem mal aus. Vielleicht kann ich ihn ja gelblicher machen mit einem der Highlighter. Wobei, nee, da bin ich... Nee, das glaube ich nicht. So, Moment. Da gehe ich jetzt auch... Alter, ich hab da nur, bin da nur gegengekommen und habe sofort Produkt auf dem Pinsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und der ist ja so pigmentiert. Atomrouge. Okay. Okay, wir hauen jetzt mal mit dem Pinsel in einen Highlighter und machen ihm eine Delle. Gut gemacht, Lou. Ist nicht kaputt gegangen, aber naja. Gut, also da kann ich wohl noch mal ein bisschen reingehen. Ah ja, jetzt kommt er. Oh, das ist aber eine schöne Farbe. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich meine, bei dem Swatch, das sieht ja hübsch aus. Es ist toll, ne? Also ich meine, aber ihr sollt ja auch was sehen. Genau, nur deswegen. Ich meine, man könnte jetzt noch mal ein bisschen... Das ist ziemlich meine Wangenfarbe in doll. Das ist hübsch. Ja, okay. Aber es passt trotzdem nicht zum Lidschatten. Also finde ich nicht. Nee. Da muss irgendwas mit Orange noch drüber. Ich probiere mal einen Highlighter aus. Ich habe hier meinen schönen Luvia Highlighter Pinsel, der wirklich schön ist. Die E204 Classic Highlight. Sehr schöner Pinsel. Der haut allerdings auch echt Produkt drauf. Oh, wir haben hier ja noch zwei Highlighter. Wie konnte ich die denn vergessen? Entschuldigung. Die beiden hier. Das hier ist Dreamland und das hier ist Starglow. Moment. Dreamland und Starglow. Starglow ist richtig gelb. Vielleicht sollte ich den da drüber machen. Ja, ich probiere mal Starglow aus. Oh Gott, hab ich Schiss. Also statt dieser zwei riesigen Highlighter, die ja so groß sind wie zwei, wie soll ich sagen, Blushpfännchen, finde ich, hätten sie da nochmal ein warmes Rouge mit reinmachen können und vielleicht einen Bronzer und einen Highlighter. Ich meine, ja, da sind ja unten, sind ja auch noch, also weiß ich nicht, Konzeptfehler. Naja. Okay, der sieht fast weiß aus. Ich meine, da ist er, ne? Aber dafür, dass der hier so aussieht, das ist eine ganz schöne Ladung, aber hübsch. Das ist immer der Test. Der Popeye-Test. Ließ sich jetzt auch gut auftragen, musste ich nicht viel bei machen. Weiß nicht. Ich guck mir mal. Ne? Ja doch, das ist ganz hübsch, aber irgendwie... Nee, ich möchte zu dem Look, möchte ich nicht... Kein pinkes Rouge, das ist irgendwie, das funktioniert für mich nicht. Also der Highlighter ist toll. Das Rouge ist auch toll, aber nicht zu Stella. Und Stella finde ich so geil, dass ich genau weiß, dass der fast überall mit teilnehmen wird. Insofern, gut, haben wir das erledigt. Jetzt puschel ich mal kurz den Pinsel an meiner Hose ab. Und leg den mal beiseite. Dann nehmen wir mal hier den hier auf der Seite. Ist das der richtige Rougepinsel dafür? Ja, ich finde schon. Der ist klein, also, ne? Ich meine, das ist jetzt echt nicht der riesigste Pinsel aller Zeiten. Oh doch, da kommt aber kommt aber ganz gut. War da ja auch ganz schön drin, aber da kommt ganz gut Produkt bei längs.
Oh Gott, ist der schön. Hi, Witzka. Das ist genau das, was ich gehofft hatte. Das ist so ein blind und besoffen Rouge. Hervorragend. Weil ich meine, das war echt eher grobmotorisch und dann, ne? Guck dir das mal an. Ich gucke jetzt nochmal da. Ja. Der ist peachig. Der hat einen ganz tollen Glanz. Sieht man hier. Ist nicht zu doll. Dagegen ist hier echt Disco auf der Wange. Obwohl ich das schon relativ versucht habe, zart aufzutragen. Aber wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, wenn das ein bisschen auf meiner Haut sitzt, Kombination mit der Foundation, also so mega pink ist er jetzt auch nicht mehr, aber das sieht besser aus. Also zu dem Lidschatten jetzt, ne? Wundervoll. Also, wie gesagt, ich finde nicht, dass die aus der Catrice Palette schlecht sind. Ich finde nur, sie hätten es ein bisschen wärmer machen können. Aber das ist natürlich auch persönliche Präferenz. Aber das Rouge, guck dir das an. Ist das hübsch. Da haue ich jetzt auch keinen Highlighter mehr drüber. Das bleibt jetzt ganz genau so. Ja, und dann müssen wir uns nur noch was für die Lippen ausdenken, ne? Ist ja nicht so, dass ich hier keine Lippenprodukte hätte. Hehe. Du wirst jetzt auch mal gewaschen. Warte mal, dich habe ich nicht benutzt, dich habe ich nicht benutzt, dich habe ich nicht benutzt. Du kommst da hinten hin. Du bist im Grunde genommen ein Highlighter-Pinsel. Das heißt, wenn da so ein paar Schimmerpartikel drin bleiben, ist das nicht so schlimm. Muss ich auch noch nicht waschen, aber die auch noch nicht. Die habe ich auch nicht benutzt, aber euch und ihn hier. Okay. Lippe. Den haben wir letztes Mal zusammen ausprobiert, glaube ich. Den Candy Slick. Das heißt, den nehmen wir jetzt nicht mehr. Was habe ich denn hier noch? Den Lip Brilliance. Dann habe ich hier einen Lip Locker von Art Deco. Hier ist ganz schön was los. Den möchte ich. Das ist ein High Voltage Lipstick von Essence in der Farbe Burlesque. Der hier. Das ist ein Rot. Super cremig. Also kann man so rüber hauchen. Okay, dem muss man Zeit geben, sich hinzusetzen. Sonst könnte man auch blotten, glaube ich. Ja, sehr gut. Ja, das ist einer für mich. Schönes dunkles Rot. Habe ich jetzt überall an den Fingern, aber ja, gut gemacht, bloß nicht ins Gesicht fassen. So, das war jetzt nicht ganz so energiegeladen heute, aber ich bin auch noch ein bisschen müde, ich habe noch ein bisschen Kopfweh. Aber, ja, ich habe eine Ladung Lippballen drunter. Das ist es natürlich auch, ne? Meine gelben Zähne macht sowieso nichts weiß. Insofern können wir das auch hinten überstatten. Fallen lassen. Gute Laune am frühen Morgen. Ja, ich würde sagen, dann haben wir uns ja jetzt schon mal zumindest über einen kleinen Teil, also ich habe mir zumindest ansatzweise einen Überblick über diese Palette verschafft. Das ist was Gutes. Ich finde die prima, die behalte ich auf jeden Fall. Meins.
Ich weiß jetzt auch, was ich mit dem Rouge machen kann und was nicht. Nämlich doll drauf. Das ist nämlich... Ja, das kann was. Die Lidschattentextur, Farbabgabe etc. gefällt mir wahnsinnig gut. Also meins. Was haben wir denn noch? Die 1N passt. Ich sehe jetzt hier auch nicht irgendwie fiese Kante oder so. Verhält sich genauso wie die 05. Finde ich gut. Ich weiß, dass Foundation aus einer Foundation-Reihe sich gleich benehmen sollte. Gibt auch Lippenstifte aus einer Reihe mit verschiedenen Farben, die sich unterschiedlich benehmen. Insofern, ne, muss man halt mal ausprobieren. Fixing Spray. Ha. Machen wir das dann nochmal eben. Der Sprühkopf gefällt mir total gut. Hier ist Alkohol drin, aber ich glaube nicht viel. Ich merke es auf jeden Fall nicht so. Und das soll Hydrating sein. 75 Milliliter ist ja nun auch nicht wenig. Hier ist hier drin. 50, also in diesen klassischen Essence Sprays. Ist auf jeden Fall mehr drin. Der Sprühkopf gefällt mir ganz gut. Ja, die Foundation macht auch noch keine komischen Sachen. Ne, prima. Gut, also ich habe mir eine gute Foundation gekauft. Das ist was Schönes, dass ich mein Geld nicht aus dem Fenster rausgeworfen habe. Ihr habt ein paar Vergleichswatches gesehen. Wir haben das Rouge ausprobiert, was wunderschön ist. Das ist wirklich was für helle Leute, ne? Also, wenn ihr... Ihr wisst ja jetzt, welche Foundation-Töne ich benutze, falls ihr neu sein solltet. Und dann sieht das Rouge wirklich schön aus. Aber... Wenn man dunkler ist, wird es schwierig. Ne? Also muss man halt mal gucken. Ja, hat alles gut geklappt. Der Primer gefällt mir soweit auch erstmal ganz gut, wobei der sich wirklich anfühlt wie eine Sonnencreme. Ich habe ihn im Verdacht, dass er sich über den Tag vielleicht ein bisschen merkwürdig benehmen könnte, aber das schauen wir dann mal. Meine Augenbraue juckt. Warum? Hör auf damit. Hör auf zu jucken. Oh, ist das fürchterlich. Ah. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn, auf jeden Fall. Das war cool. Hab was geschafft. Im Sinne von ausprobieren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.